Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen hier eingesammelt, was wir hier haben. Was habe ich denn da auf dem Zauber? Ah, wir könnten uns noch mal. Was war mein Plan? Ah, Eimer, Wasser, ein bisschen Obsidian holen. Eimer. Wenn ich teilweise wüsste, was ihr eigentlich vorhabt, dann wäre das immer praktisch. So. Genau, mit den Schuhen. Mit den Schuhen kann ich ja so easy jetzt da reinholen. Ups. Sala. Also ein bisschen Eier einsammeln nochmal. Die paar Frühstückseier hier, ne? Zack, wieder rein. Jetzt lass. Oh, mehr gehen nicht mehr rein. Scheiße. Meine Sachen sind hoffnungsvoll überladen. So, dann gehen wir nochmal runter und dann machen wir mal diese Wege nach unten ein bisschen lauffreudiger, weil es ist ja grausam, so zu laufen. Also ganz ehrlich, ich hasse es. Ich hoffe bloß, da stürzt nichts ein währenddessen. Außerdem kommen wir so auch schnell runter. Au, Moment mal. Scheiße, warte mal. Okay, vielleicht sind die Schuhe für sowas dann nicht unbedingt geeignet. Ups. Erstens machen wir uns jetzt gleich Stufen, dann machen wir das auch easy. Ich glaube, ich war zu weit oben. Und ich brauche Wasser. Was soll ich denn ohne Wasser da unten dann? Ich nehme mal zwei Eimer mit oder so. So. Dann machen wir uns auch Steinstiegen. Weil von einer Sache haben wir auf jeden Fall genug. Und das ist das Zeug hier. Zack, zack. Und nochmal den Rest, dann haben wir noch so. Und ein paar auf Lager. So, perfekt. 145 sollte für den Anfang reichen. So. 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 Jetzt müssen wir ganz langsam rückwärts gehen. Ich glaube, hier waren wir jetzt gerade mit dem Decken ausbauen, ne? Mal hier schnell ein bisschen Kopffreiheit herstellen, weil ansonsten geht es eh nicht mehr. So. Ganz gemütlich wieder in die Tiefen der Höhle wandern. Jetzt buddeln. Okay, machen wir es erst so. Ich habe eine bessere Idee. Einiges einfacher geht auch. Wir sind eh schon da. Huch. Ging um einiges einfacher als gedacht. So. Oh. Noch hoffentlich. Das ist quill. Hey! Das ist ganz schön schnell, aber sie geht. So. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Jetzt haben wir es dann auf jeden Fall schon mal einiges einfacher, in die Höhle nach unten zu kommen, wenn wir so laufen können. Das macht ja einiges aus, denke ich halt mal, ne? Das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung, lasst mich. Und wenn man die Treppen mal richtig rumplatzieren könnte, dann wäre das auch um einiges einfacher. Nur schon alles versorgen. Perfekt. So mag ich das. Wo ist mein Wasser? Wasser, ist das lustig. Jetzt muss ich hier den See gleich machen oder machen wir da hinten einen? Jetzt machen wir doch erstmal das da hier. Aha. Wir brauchen auch gleich gar nicht so viel. 10 oder sowas würde gleich voll reichen. Komm, 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 komm. Dankeschön. Will nur ein bisschen Obsidian.
Dafür müssen wir auch vielleicht nochmal eine bessere Spitzhacke uns herstellen. Einfach damit das easy peasy dahin gehen kann, notfalls. Heilige Mühe, warum ich schreck mich jedes Mal bei den Geräuschen. So. Ist die Frage, ist da drunter? Drunter ist noch mehr Lava. Noch mehr Lava. Und wenn es jetzt blöd läuft, ist hier gleich Lava. Warte mal. Vielleicht sollte ich mir was auf die Hand legen, dass ich schnell das Notfall abdrehen kann. Fällt mir gerade so ein, das könnte natürlich auch schief laufen jetzt. Aber eigentlich. Was habe ich gesagt? So. Darunter war Lava. Wie gesagt. Ja. Bisschen Obsidian. Hat noch niemanden geschadet. Bisschen Obsidian. So, man hört die ganzen Zombies in der Entfernung irgendwo rum. Huh! Dankeschön. Ich hätte gern hier eine Fackel und hier eine Fackel, weil da wird es gleich ganz schön dunkel. So. Dann graben wir das hier aus. Wir graben das erstmal aus. So. Ganz gemütlich. Also sind wir auf jeden Fall immer gesichert. Und, eigentlich sollte das Obsidian noch nie kaputt gehen. Dankeschön. Dankeschön. Du. Easy Obsidian Farming würde ich das mal nennen. Da war seitlich auch noch ein bisschen Obsidian drin. So. So. Ja, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hier ist ewig viel Lava. Vielleicht sollten wir unten so einen kleinen Tümpel irgendwie ausheben. Warte mal. Machen wir uns hier so einen Tümpel rein, einfach. Mit einer unendlichen Wasserquelle. Ganz easy und schnell. Zack, ausheben das Teil. Dann nehmen wir einen Wassereimer. Zack. Dann haben wir eine unendliche hier. Und können jetzt hier zumachen. Perfekt, wir haben 11 dabei. Boah, das reicht, würde ich sagen, fürs Erste. Fürs Erste sollte das reichen. So, muss ich hier wieder zurück, ne? Und wir können ja gleich mal eigentlich für uns noch, für daheim, ein bisschen Lava mitnehmen. Damit oben die Produktion ein bisschen besser läuft, ne? Dann sollte man dann auch nochmal vielleicht ein bisschen ausheben anfangen. Voll Karacho, die Treppen hoch. Das geht viel besser so. Also, das ist einiges. Ja, wenn man vielleicht auch überall das ausheben würde. Für irgendwas wollte ich auch die ganze Wolle haben, oder? War da nicht was mit? Wolle, war das Handelsmaterial oder war das... Was war das? So. Das waren schon mal zwei Eimerchen. Bei den ersten See würde ich gerne abtanken anfangen. Da ist genug auf jeden Fall drin, um die verschiedensten Sachen zu machen. Ich habe ein bisschen viel Treppen noch. Hups. Was wäre denn? Oh, warte mal, wir haben noch Golderz hier in Tonnen. Warum tun wir das denn nicht bearbeiten? Das ist ja reinste Verschwendung. Was hast du nochmal? Ah, du hast es zum Aufladen. Kohle und Schwefel. A little bit of coal dust in my mind. A little bit of Schwefel in my side. Wie bin ich denn jetzt auf die Scheiße gekommen?
So, das hätte man auch alles noch. Das pulverisierte Zeug. Ja. Ich weiß nicht teilweise, ob man das Zeug nicht so sogar pulverisiert behält. Ah! Oh! Ja, genau, Zaubertisch. Zwei Diamanten, ein Buch. Ja, Bücher habe ich aus irgendeinem Grund auf Lager. Und das was andere? Diamanten. Habe ich auch auf irgendeinem Grund auf Lager, also. Es ist mir komplett unbeschreiblich, woher die kommen. Na komm, Zaubern tun wir nicht mehr. Der bringt's. Der bringt sich ja eigentlich noch wenig. Dafür müssen wir einen Zaubereiraum machen. Aber ein Zaubertisch ist ja schon mal was. Was könnten wir noch? Obsidian verbrauchen. Ja, da werden wir noch was. Da werden wir noch Gebrauch finden. Auf Lager ist immer gut. Kann man die eigentlich einbrennen? Aber wir brauchen jetzt Gravel und Sand. Und beides haben wir gleich auf Masse. Oder brauchen wir Clay auch? Gravel. Hat die hier schon eingelagert? Sicher, oder? Nehmen wir mal die ganzen Gravel mit und Sand. A little bit of sand of my sand. Wo hab ich denn den Sand gelagert? Oder ist der wirklich alles noch draußen bei der Maschine? Boing. 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 Da habe ich ein bisschen Sand auf Lager, aber nur ein bisschen. Was ist das eigentlich schon wieder? Zinn? Boah. A little bit of sin of my side. So, und wie ging jetzt dieses Tinker? Wir müssen nach Tinkers Contract schauen, weil ich würde gerne diesen Ofen bauen. At Tinkers. Tinkers, so. Da brauchen wir dieses komische Material. Was ist denn das? Ein Schärfungsset. Oh. Ein Schärfungsset. So, jetzt brauchen wir die entsprechenden Tools noch. Da waren die wahrscheinlich hier. Ich würde sagen, wir wollen hier das machen. Da brauchen wir versenkte Ziegel und die machen wir aus Mörtel. Und Mörtel brauchen wir Ton für. Okay, dann brauchen wir halt noch Ton. Aber da werden wir sicher hier auch noch was fortfinden. Ist ja nicht so, als ob wir an einer sehr guten Stelle sitzen hier. Hier, da. Das ein bisschen ausgraben. Ohne Probleme hier. Easy. Ich glaube, da vorne war noch ein bisschen mehr. Und da ist ein Gravel-Vorrat. Also es dürfte absolut kein Problem darstellen. Da ist sogar noch was. Ich einfach die Umgebung jetzt ein bisschen aus. Ist ja eigentlich mal einmal frische Luft holen. Auch kein Problem, Hauptsache. Und danach genug für unseren Affen. Mal frische Luft holen. Jetzt haben wir schon ein bisschen was auf Lager. Jetzt haben wir noch den ganzen Gravel von dem Strand hierher. Und den ganzen Gravel noch. Vor allem, weil ja nicht alles Gravel bleibt, das ist wieder das Problem. Können wir eigentlich Sponge herstellen in der Mod? Dann könnten wir zum Beispiel die Stelle jetzt hier, die ich hier abgrabe, auch einfach trocken legen. Was gar nicht doof teilweise wäre. In bestimmten Situationen ist es teilweise praktisch, alles still zu oder trocken zu legen. Wenn es um Gravel geht. Was soll ich denn jetzt auf Lager? Ein bisschen was. Ein bisschen Gravel auf my son. Ah, hier ist ein riesiges, das ist ein riesiges Gravel-Vorkommen. Das ist gut. Das ist gut. Zum Gravel-Vorkommen kann man die Zeit wenigstens anfangen. So, okay, bin dafür, dass wir jetzt fertig sind fürs Erste. Turbo! Hui! Ich fühle irgendwas Resistenz. Aha. Boing. Bin dafür, dass wir den Mörtel jetzt mal herstellen. Dafür müssen wir erstmal aus dem ganzen Zeug hier wahrscheinlich nehmen. Geht einfacher. So? Oh. Dann haben wir eh einige schon mal.
49 davon. Sand und Gravel, 24 Stück dabei. Dann können wir das doch bestimmt hier irgendwie ganz schnell. Achso, das ist ein Ding, das Construct-Sachen wieder. So, und die hätte ich jetzt gerne. Ach, da braucht man wieder was anderes. Okay, nee, dann machen wir es so. Dann haben wir doch ein bisschen was auf Lager. Und aus den... Ja, aus den Sachen brenne ich das dann, oder wie? Ja. Also hoch in den Ofen damit. Ab in den Ofen. Ah, das ist der falsche Ofen wahrscheinlich noch. Hä? Was fehlt mir jetzt zum Beispiel... Sand würde mir jetzt fehlen, dann könnte ich noch mehr herstellen. Und wahrscheinlich noch mehr. Ah, das würde ich dann alles in der Pause machen, das ganze Zeug sammeln. Denn, Leute, das war's auch wieder für diese Folge. In der nächsten Folge bauen wir uns dann vielleicht endlich mal ein bisschen eine Hütte rum. Mal hier vielleicht so einen Ofen hin und dann noch einen Zauberraum und vielleicht können wir den Turm auch irgendwie verwenden. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr das noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.